Moin. So, unsere neue zweite Bildkamera von Dsun 8201 ist angekommen und sie ist noch original verpackt. Ich mach sie mal auf. Na komm. Und ich will speziell für Fun Channel mal zeigen, was ich da so für Einstellungen mache. Der hat sich ja die gleiche bestellt. Wir machen jetzt gar keinen großen Heckmeck. Wir nehmen einfach nur mal die Kamera raus, die das wichtigste Teil ist. Die ist in so einem Beutel hier. Dann sind hier auf allen diesen Flächen hier vorne sind so kleine Schutzfolien. Die muss man abziehen vor Gebrauch. Die sieht man schwer. Ich habe zwar die Brille auf, aber ich mache es mal bei der hier. Sieht man das? Sind so kleine durchsichtige Folien drauf. Die sollte man, muss man alle abziehen. Das mache ich aber jetzt nicht im Video. Das mache ich hinterher. Das versteht sich dann, ne? So, dann macht man das Ding auf. Dann hat man hier die gängigen Bedienelemente. Menü und OK. Und hier so eine Kreuztaste. Oben, unten, links, rechts. Hier Shot und Play. Brauche ich nicht, müssen wir auch gar nicht drauf eingehen jetzt. Wir wollen das ja einfach nur auf die Schnelle machen. Hier rechts kommen die Batterien rein. Da braucht man starke Fingernägel. Da kommen die Stromversorgung rein. Ich bevorzuge Batterien, also einmal Batterien. Und zwar nehme ich die, bestelle ich die bei Amazon. Das sind in diesem Fall diese. Und die haben mich bisher noch nicht im Stich gelassen, bin damit zufrieden. Die legt man also hier natürlich richtig gepolt ein. Plus ist immer hier der graue, also hier oben. Das sollte man hinkriegen. Ohne Strom läuft hier nichts. Ne? Das ist ein bisschen schwierig bei dieser Kamera, die zu wechseln hinterher, weil man braucht wieder starke Fingernägel, um hier, man fasst immer bei, ich fange immer beim Pluspol an, weil der geht leichter raus. Würde ich auch empfehlen, nicht beim Minuspol anzufangen, dann verbiegt man diese Feder hier. Sehr leicht. So, dann hat man schon mal Strom. Man kann natürlich auch Akkus verwenden. Die haben aber nur 1,2 Volt, soweit ich informiert bin. Habe ich also keine Erfahrung mit. Ich benutze immer Batterien. So, wichtigste soll ja sein die Einstellung. Wir haben jetzt Strom. Angenommen, wir haben jetzt vorne alle Folien abgezogen. Dann können wir jetzt zur Einstellung schreiten. Da drücken wir auf hier unten. Hier. Da. Ist so ein kleiner Schiebeschalter. Der ist in drei Stellungen einstellbar. Links ist aus, Mitte ist Test und rechts ist on, also an. Ich mache es immer so, ich schneide mir aus so Panzerband so ein kleines Dreieck und klebe mir das hier hin auf die rechte Seite. Das zeige ich vielleicht auch noch mal bei einer anderen Kamera. Ah, ich kann es mal eben bei einer anderen Kamera zeigen. Ich hole mal eben eine andere. Moment, bin gleich wieder da. So, bin wieder da. Das meine ich hier. Da weiß ich, bei der ist on auf der linken Seite und nicht auf der rechten Seite. Es gibt nämlich unterschiedliche Systeme. Und wenn ich die, meistens stelle ich die ja im Dunkeln auf,
Da kann ich mit der Taschenlampe sehen, bin ich auch wirklich auf dem richtigen On oder ist diese Kamera jetzt anderweitig gestrickt. Also bei der ist links On und bei der, um die es hier geht, ist rechts On. Da werde ich mir also auch noch so ein Ding hinkleben. So, dann schalten wir das Ding auf Test an, also auf die mittlere Stellung. Kommt so ein Startbildschirm. Memory Card Missing. Klingt natürlich alles mal ein bisschen Englisch. Also drücken wir Menü und stellen zuerst mal die Sprache ein, damit wir uns hier auch auf Deutsch verständigen können. Nur ist das immer ein bisschen so relativ ungeordnet. Wir müssen also durchblättern, bis wir auf Language kommen. Da. Language. Dann drücken wir auf OK. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht. Englisch, Deutsch. Da gehen wir mit der Taste runter. Man kann hier mit der Runtertaste und mit der Hochtaste dann durchscrollen. Gehen wir auf Deutsch und drücken OK. Und schon ist alles in Deutsch. So, jetzt würde ich empfehlen, zuerst mal das Datum einzustellen. Datum und Zeit. Da geht man hier mit der Rauftaste so weit, bis Datum oder Zeit kommt. Zeit und Datum. Ich hoffe, man sieht das hier. Ich bin nicht optimal ausgerüstet dafür, aber ich bin auch kein Profi. Ich bin einer Quick and Dirty. Zeit und Datum habe ich jetzt markiert mit den Rauf- und Runter-Tasten. Drücke ich OK. Zeit und Datum einstellen. OK. So, 2021 haben wir natürlich nicht mehr. Da gehe ich erst auf 22. Einen weiter. 12. Dezember. Und wir haben heute den 19., wenn ich mich nicht irre. 19. Okay, weiter. Und wir haben auch eine andere Uhrzeit als das hier. Wir haben nämlich schon, Moment, 17.46 Uhr. 17 Uhr, müssen wir mal weitergehen. Wieder hoch, das durchlaufen. 30, 40, 46. Und dann OK. Dann ist die Zeit eingestellt. Zeitformat und Datumsformat muss man noch einstellen. Wenn man möchte, geht man auf Zeitformat. Okay. 24 Stunden stimmt. Okay. Datumsformat. Okay. Dann möchte ich gerne Tag, Monat, Jahr haben. Die stellen das amerikanisch ein. Machen wir nicht. Wir machen Tag, Monat, Jahr. Also 19.12.2022. Einmal hoch. Okay. Jetzt Menü, um da rauszugehen. Jetzt kommen wir wieder zum Hauptmenü. So, jetzt würde ich vorschlagen, fangen wir mal oben an. Da ist die wichtigste Einstellung, nämlich Modus. Ganz hier oben, Modus. Ich hoffe, man sieht das alles, was ich hier mache. Da stellt man ein, ob man Fotos machen will oder Videos machen will oder gar beides. Die Kamera kann auch beides. Die kann auch ein Video machen plus Foto oder so. Ne? Ich stelle immer nur Video ein. Also Modus markiert, blau und hinterlegt hier. Okay, der steht auf Foto. Ich will aber Video. Dann stelle ich auf Video. Okay. So. Tagfotoauflösung brauche ich nicht. Nachtfotoauflösung brauche ich nicht. Serienaufnahme brauche ich nicht. Videoauflösung brauche ich nicht, Nachtvideoauflösung, die brauche ich, weil ich will ja nur nachts aufnehmen. Okay. 1920x1080 Pixel. Okay, nehme ich mal so. Ich habe früher immer mit 720 gemacht, da werden die Dateien natürlich kleiner. Aber wir machen jetzt 1920, weil die andere steht auch so. Dann haben wir identische Verhältnisse mit der zweiten. Also, okay. Tag TL Videoauflösung brauche ich nicht, weil ich keine Tagaufnahmen mache. Nacht
1920 stimmt. Okay. Videolänge. Das ist ziemlich wichtig. Also ist jetzt hier markiert unten. Ich hoffe, man sieht das. Mache ich okay. 10 Sekunden ist mir zu wenig. Ich stelle auf eine halbe Minute ein, also 30 Sekunden. Das muss man rausfinden mit der Zeit. Da macht man mit 30 Sekunden sicher keinen Fehler. Man muss auch immer damit rechnen, also, dass die Kamera jetzt 40, 50 Aufnahmen pro Nacht macht und 30 Sekunden Video ist schon, sind schon 110 Megabyte oder so. Ne? Also das ist, da kommen schon rechtliche Daten zusammen. Ich stelle auf 30 Sekunden ein. Okay. Dann weiter runter. Tonaufnahme. Okay. Ist wahrscheinlich eingeschaltet. Jawohl. Also brauchen wir nur okay machen. Gehen wir weiter runter. Aufnahmeabstand. Das ist wichtig. Drücken wir auf okay. 5 Sekunden. Wenn ich das auf 5 Sekunden stelle und da hinten ist richtig Betrieb im Wald, dann macht die also alle 5 Sekunden, die macht 30 Sekunden Video, wartet 5 Sekunden und macht dann wieder 30 Sekunden Video. Meine Erfahrung ist, ich stelle das ein bisschen höher ein, aber ich würde es als Anfänger auch lieber klein stellen, also auf 5 Sekunden lassen. Ich stelle das mal auf 8 Sekunden oder 9 Sekunden. Nee, komm, 8. 8 Sekunden. Okay. Seitliche Bewegungsmelder. Die hat ja einen Bewegungsmelder nach vorne, also frontal, und zwei, die zur Seite gehen. Ich schalte sie ein. Die sind auch wahrscheinlich schon eingeschaltet. Guck mal, sind ein. Okay. Kann ich auch nur OK drücken. So. Empfindlichkeit Bewegungsmelder. Da ist bei dieser Kamera eine Besonderheit. Die soll mal bei kalten Temperaturen, ich schalte mal OK, auf gering schalten. Und wir haben jetzt hier gerade so, ja, 3-4 Grad. Ich mache mal auf gering. Die steht auf Mittel. Die kann man auch theoretisch so lassen auf Mittel. Ich schalte sie aber auf gering, weil die andere Kamera steht auch auf gering. Wir wollen ja gleiche Verhältnisse. Ich will gleiche Verhältnisse zwischen den beiden Kameras haben, um die vergleichen zu können. Ich stelle mal auf gering ein. Kann man aber auch auf Mittel lassen. Okay. Zielaufnahmezeit, das ist auch wieder wichtig. Zielaufnahmezeit heißt, die steht auf aus, ich schalte sie ein. Okay. Und jetzt kann ich hier einschalten, kann ich hier die Uhrzeit einstellen, wann die Kamera aktiv werden soll und wann sie wieder aufhören soll. Also wenn ich nicht will, dass die 24 Stunden arbeitet, muss ich hier die Zeit begrenzen. Ich mache das und stelle mal auf 18 Uhr ein, dass sie da beginnt. 18 Uhr, 00, lasse ich stehen. Stopp mache ich auf morgen früh 7 Uhr. Ich glaube 15 habe ich die andere auch eingestellt. Weil ab da passiert nichts mehr mit Marder und Fuchs. Eingestellt, okay. Okay. Menü. Jo, okay. Zeitrafferaufnahme brauche ich nicht einstellen. Sprache haben wir eingestellt. Daueraufnahme, das kann man einstellen, wenn die Kamera dauernd laufen soll. Brauche ich mich nicht drum kümmern. Ich habe da Zielaufnahmezeit eingestellt. Zeit und Datum hatten wir schon. Fotostempel, das ist das, was unten im Video angezeigt werden soll. Ob da was angezeigt werden soll. Zum Beispiel die Uhrzeit und das Datum, wann der Film gemacht wurde. Der wird dann im Video eingeblendet. Das mache ich immer. Zeit und Datum ist schon voreingestellt, also ist okay. Passwortschutz brauche ich nicht, kann man hier einstellen, wenn die Kamera draußen irgendwo im Wald steht, dass die keiner, jo, wenn er sie klaut, kann er sich auch die Karte rausnehmen. Also belanglos, brauche ich nicht. Akustisches Signal, das ist, wenn sie hier so ein bisschen piepen soll, wenn ich da auf die Tasten drücke, brauche ich mich nicht drum kümmern. Speicherkarte formatieren ist ganz wichtig. Ich habe noch keine eingelegt. Ich würde eine Speicherkarte jetzt einlegen, formatieren drücken und die Speicherkarte erstmal mit der Kamera formatieren. Unbedingt machen. Mache ich jeden Tag, wenn ich die Aufnahmen geguckt habe. Ich habe aber jetzt keine drin. Müsste ich mir jetzt aus der Küche holen, aber ist ja erklärend, selbsterklärend. So. Seriennummer brauche ich nicht. Das ist die
Ich kann mal OK klicken. Aus. Ist schon serienmäßig ausgeschaltet. Also kümmern wir uns nicht drum. Einstellungen zurücksetzen. Da kann man die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Brauche ich jetzt auch nicht machen. Version. Da kann man sehen, welche Software da aufgespielt ist. Hier 18.197. Also brauchen wir uns auch nicht zu interessieren. Fertig. Damit sind wir durch. Und jetzt bin ich fertig. Jetzt sagt er mir fehlende Speicherkarte. Die müsste ich also jetzt holen, formatieren und dann die Kamera einschalten. Wir machen es jetzt mal gleich. Ich hole mal die Speicherkarte und dann machen wir das. So, da haben wir eine Speicherkarte. Wir brauchen diese kleinen, diese Micro-USB SD-Karten. Diese kleinen, nicht die große. So. Die kommen hier unten rein. Da, auf der linken Seite. Bei den Kameras ist es schön, dass, wenn ich, also man kann jetzt folgendermaßen vorgehen, da seien jetzt mal Aufnahmen drauf aufgenommen, nehmen wir mal an. Dann kann man über ein USB-Kabel die Kamera auslesen. Da wird es angeschlossen, ist auch beiliegend im Karton. Ich mache es aber immer so, ich bringe die Kameras abends raus und hole sie morgens wieder rein. Sorry. Und dann gehe ich nicht über Kabel daran, das ist mir viel zu umständlich. Ich mache die Speicherkarte wieder raus. Und das ist hierbei ganz gut, weil die kommt ziemlich weit wieder raus, wenn ich hier drauf drücke, auf die Karte. Und man kann sie easy wieder rausnehmen, selbst als Grobmotoriker. So, jetzt ist die Speicherkarte drin. Jetzt wollen wir die formatieren. Das hatten wir ja gesagt, ich will die ja gleich aufstellen. Deswegen mache ich das ja hier. Oh, Moment, Brille auf. So, Menü. Wir wollen jetzt ganz unten, dann gehen wir hier hoch bis Speicherkarte formatieren. Haben wir jetzt hier markiert. Okay. Da fragt er mich, alle Daten werden gelöscht. Ob ich das wirklich will? Ich sage ja. Okay. Bitte warten. Und schon hat er sie formatiert. Wieder Menü. Jetzt ist die Kamera quasi einsatzbereit. Und da wir ja noch nicht... wir haben schon 18 Uhr gleich. Kann ich sie jetzt einschalten? Dazu, sie ist ja jetzt auf Test, schalte ich sie jetzt nach rechts an. Hier fehlt noch mein Dreieck. An. Ne, man sieht, die zeigt da Bild. An. Jetzt laufen 15 Sekunden. Zählt er hier runter. Und wenn die runtergezählt sind, dann ist die Kamera quasi scharf. So, 0, fertig. So, jetzt ist sie klar zum Aufnehmen. Jetzt mache ich sie nur noch zu. Und fertig. Jetzt mache ich hier unten noch meine Stativ. Meinen Adapter daran. Dann kann ich die hinten aufs Stativ stellen. Und dann gucken wir mal, was sie morgen früh aufgenommen hat. Das heißt, ich muss ja noch hier die Folien abziehen. Das mache ich jetzt noch. So, das war's auf die Schnelle. Einrichtung einer Wildkamera. Heidebiker Style. Kurz und schmerzlos. Danke fürs Gucken. Tschüss.